Gitarre auch noch. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein weiteres Mikrofon da, das freut uns sehr. Wir reden heute über das Thema, wie kommt das Neue in die Klammer auf, digitale Klammer zu Welt. Die Klammer auf, Klammer zu Welt ist ja tatsächlich für die Buchmesse seit einigen Jahren ein sehr, sehr wichtiges Thema. 1994 haben wir hier in Frankfurt die Buchmesse zum ersten Mal aufgemacht für das Thema Multimedia, haben damals in der Halle 1 eine Multimedia-Halle gemacht, unten waren die Elektroniker und oben waren die Brasilianer und haben getobt. Unten wurde gedaddelt und oben wurde Samba getanzt. Ich war damals in meinem ersten Jahr als Pressechef der Buchmesse unterwegs und ich muss sagen, seit 20 Jahren sitze ich auf Podien zum Thema Digitalien und Verlagswesen und eigentlich erzählen wir seit 20 Jahren exakt das Gleiche. Die Technik hat sich geändert, die Argumente aber nicht unbedingt. Es geht uns allen darum, mit neuen Formaten das Publikum zu interessieren, zu begeistern, es dem Publikum einfacher zu machen, Inhalte wahrzunehmen oder Inhalte darzustellen. Die Leute, die heute in Mannschaftsstärke angetreten sind, neben mir, haben sehr, sehr unterschiedliche Projekte an den Start gebracht in den vergangenen Monaten, die tatsächlich jedes für sich ein klein wenig dazu beiträgt, diese Klammer auf, Klammer zu, digitale Welt nochmal nutzerfreundlicher, besser, schöner zu machen. Zu meiner Linken Michael Schickerling, Patrick Görlich, Harald Hensler und Volker Aubmann. Als erste Runde, weil diese Projekte nun wirklich auch gegenseitig nicht so viele Interferenzen haben, würde ich ganz gerne einfach mal darum bitten, dass ihr kurz vorstellt, was das eigentlich ist, was ihr macht und warum ihr es macht und warum es denn tatsächlich von Interesse ist für die in Klammern auf, Klammer zu, digitale Welt. Gut, dann fange ich mal an. Unser Projekt LogOS soll eine gemeinnützige E-Book-Plattform werden. Gemeinnützig jetzt nicht dahingehend, dass die Inhalte dort umsonst wären, sondern dass eine gemeinnützige Trägerschaft das Ganze sichert. Was man nämlich nicht unbedingt auf dem Zettel hat, wenn man Richtung E-Books denkt, ist, dass heutzutage sämtliche digitalen Cloud-Angebote, die es bereits im Markt gibt, also sei es jetzt Amazon mit dem Kindle, iBooks oder auch die Tolino-Allianz, dass die durch das, was sie tun, eigentlich schon längst keine Buchhändler mehr sind, sondern Betreiber von kommerziellen Großbibliotheken. Dazu muss man sich mal die Definition einer Bibliothek anschauen. Das ist die Sammlung von Inhalten, das ist die Zugänglichmachung von Inhalten und das ist die Nutzbarmachung von Inhalten. Und genau diese Kernfunktionen erfüllen heute eben nicht mehr öffentliche Bibliotheken, sondern das tun diese Cloud-Anbieter. Und dadurch fällt denen unseres Erachtens eine Verantwortung zu, die sie als reine Unternehmen nicht einlösen können, weil ein Unternehmen immer den eigenen Eigentümern verpflichtet sein muss, nicht aber zwangsläufig dem Gemeinwohl bzw. den Urhebern und den einzelnen Nutzern. Und insofern sind wir angetreten, eine gemeinnützige Alternative zu Amazon und Co. aufzustellen, sodass wir sagen, diese digitale Bibliothek, dieser Wissensschatz, der daran wächst, sowohl durch die E-Book selbst als auch durch die Kommentare der Nutzer, die sollen wirklich der Allgemeinheit zur Verfügung stehen und da braucht es in dem Sinne eine Alternative, die jetzt kein Großunternehmen ist. Ja, Harald Hensler, unsere Plattform Flipinto ist zunächst eine Web-App, ein elektronisches Magazin zum Entdecken von Büchern und anderen Inhalten. Aggregatoren wie Flipboard sind bekannt, die mir sagen, wo es Neuigkeiten zu entdecken gibt auf den Webseiten der Nachrichtenportale. Was aus unserer Sicht fehlt, sind entsprechende Angebote, die vertiefende Inhalte, wie es Bücher sind, können aber auch Apps sein, können aber auch zusammengestellte Serien sein, entdecken zu können. Der Kunde gibt sein Profil ein und bekommt je nachdem das Profil, das er angegeben hat, bekommt er Vorschläge von Inhalten, die es im Netz gibt dazu. Er braucht dazu einen Einstiegstext und dann muss er das Produkt ein wenig kennenlernen können. Und dazu dient bei uns
das, was man bei Amazon kennt, eine Vorschau, ne? Ein Vorschauentext, wie Search Inside the Book. Der Kunde kann also da drin blättern, stöbern und vor allem, er kann dann diese Vorschau bei sich auf seine Website integrieren, er kann sie mit anderen teilen, er kann festlegen, über welche Shops ich dieses Produkt jetzt kaufen kann und wird somit nicht nur zum Leser, sondern auch zum Verkäufer, denn er kann einen Channel, wie wir es nennen, anlegen, eine eigene Bibliothek und kann dann sagen, das sind die 5, 10, 20 wichtigsten Bücher, die aus meiner Sicht gelesen werden sollten oder Apps oder andere Inhalte. Und alle, die dann das Buch oder das Produkt über seinen Kanal kaufen, ja, die Adressen hat er dann und vor allem, er bekommt dann 10% des Erlöses der Produkte, die da verkauft werden. Also was wir drehen ist, der Leser wird nicht nur zum Autor im Self-Publishing, sondern er wird auch zum Verkäufer seiner eigenen Produkte. Auf diese Weise wollen wir Blogger, Buchhandlungen, Verlage gleichermaßen ansprechen und wir sagen, dass die Inhalte, die jemand sucht, nicht alleine auf Bücher bezogen sind, sondern auch, wie gesagt, alle möglichen Produktformen umschließen. Deshalb der Ansatz, dass man über ein Thema sich dem Ganzen nähert. Hallo? Ja. Schönen guten Abend auch von mir. Wir sind ein junges Startup, wir sind zu dritt und wir haben eine Internetseite gebaut, auf der man sich Romane individuell empfehlen lassen kann. Jetzt könnte man sagen, ah ja, macht man ja bei Amazon schon. Machen wir ein bisschen anders. Wir haben 3 Schritte entwickelt, ganz schlicht auf unserer Seite, lokibo.de heißt die. Lauter. Okay. Also wir haben eine Internetseite gebaut, auf der man sich Romane individuell empfehlen lassen kann. Das funktioniert in einem 3-Schritt. Im ersten Schritt bewertet der Nutzer einen Roman. Dauert 1-2 Minuten. Dann haben wir den Romangeschmack erfasst. Und im zweiten Schritt kann man dann kriterienorientiert suchen nach Romanen. Anhand einer Themenliste von 55 Themen, kleiner übersichtlicher Kasten und anhand von Eigenschaften. Man kann sagen, ich möchte was lesen zu Freundschaft, Liebe, ferne Länder, Reichtum, Armut, actionreich, brutal, witzig, traurig. Man kriegt anschließend im dritten Schritt als Kombination vom ersten und zweiten Schritt eine ganze Palette an Romanen empfohlen, die genau den Kriterien entsprechen. Also wenn man zum Beispiel sagt, man möchte was lesen zu ferne Länder und Freundschaft, was witzig und gleichzeitig tiefgründig ist, kriegt man eine große Palette an Romanen, die genau den Kriterien entsprechen. Das ist unsere Idee. Genau. Bitte? Service heißt lokibo.de, L-O-K-I-B-O.de. Genau, schon gefunden. Danke. Wir haben eine Smartphone-App entwickelt, den Pocket Editor. Es ist aber eigentlich eine klassische Geschichte eines gedruckten Buches, das im letzten Jahr in der 3. Auflage erschienen ist. Bücher machen, ein Handbuch, das sich an die Buchprofis in unserer Branche richtet, an die Lektoren und Redakteure in Buchverlagen. Aber wir wollten bei der 3. Auflage nicht einfach nur wieder über das gedruckte Buch sprechen, sondern wir wollten selber leben, was es bedeutet, Digitalisierung in die reale, in die neue Medienwelt umzusetzen. Also war klar, neben dem gedruckten Buch sollte es ein digitales Projekt geben. Und die Übung für uns war, den Prozess kennenzulernen, wie entsteht ein digitales Projekt, b, die beiden Faktoren zu vermeiden, die Digitalprojekte in Verlagen meistens zum Scheitern bringen. Erstens ausufernde Kosten, zweitens ausufernde Leistungswünsche, sprich die eierlegende Wollmilchsäue. So haben wir das Buch als Grundlage genommen, den Pocket Editor entwickelt, der eigentlich die Checklisten, die Tools, die Hilfsmittel aus dem Buch für Lektoren enthält und im Alltag tauglich sein soll. Also kein E-Book, sondern eine kongeniale Ergänzung zum gedruckten Buch. Ich sehe jetzt aus meiner persönlichen Arbeit, sehe ich enorme Vorteile bei dem Pocket Editor, den benutze ich selber, wenn ich Bücher lektoriere, ja, ich benutze es, aber was hilft mir, wo ich auf Social Reading Seiten wie Lovely Books, Readmill und so weiter unterwegs bin, warum soll ich jetzt verdammt nochmal bei Lokibo dabei sein? Ist es denn nicht eigentlich so, dass es für alle günstiger wäre, wenn wir uns ein bisschen mehr konzentrieren würden auf die 3, 4, 5 Angebote, an denen es wirklich tanzt und kracht und stinkt und nicht noch ein Angebot und noch ein Angebot und noch ein Angebot und noch ein Angebot, wo alles zerfasert und keiner weiß so richtig, was irgendwie passiert.
was ist eigentlich jetzt wirklich der Punkt? Warum soll ich zu dir gehen? Ja, genau. Der Punkt war, vielleicht kurz zur Entstehung der Geschichte, wir sind zu dritt, Informatiker, Psychologe und ich bin ein Wirtschaftler und in der Kneipe ist die Idee entstanden dadurch, dass wir selber gerne lesen, aber einfach keine Bücher finden, die man kriterienorientiert suchen kann. Also zum Beispiel die Frau an Bord bei uns liest einfach gern was zu Liebe und fernen Ländern, aber speziell für Afrika und gleichzeitig tiefgründig. Man hat einfach keine Möglichkeit, das zu finden. Was bei Amazon halt geboten wird, ist der Recommender. Wem X gefällt, dem gefällt auch Y und da kriegt man eine breite Palette. Den Recommender haben wir im ersten Schritt eingebaut und im zweiten Schritt ist eben das, was wirklich neu ist und was Lovely Books oder Libri oder Amazon nicht bietet, nämlich eine kriterienorientierte Suche. Wir haben das aus der Literaturwissenschaft, aus der Themenforschung eben aus 55 Themen extrahiert und da kann sich jeder quasi zusammenbauen, wie der Roman gestaltet sein soll, den er gerne lesen möchte. Und dann kann man sagen, wirklich aus einer Palette von Freundschaft über Armut, Übernatürliches, Horror, ferne Länder und einer großen Palette an Eigenschaften wie witzig, traurig und sowas kann man bei Amazon nicht suchen. Allein bei Amazon, wenn ich ein Buch möchte zu Freundschaft und Liebe, hört es schon auf. Und wenn ich dann noch sage, es soll aber witzig sein oder eben traurig, keine Chance. Und daher haben wir gedacht, lohnt sich es, die Idee eben zu gründen. Bisher sind wir seit 3 Monaten online, haben das bisher in Bücherforen verbreitet oder auch von Verlagen schon Unterstützung wie im Reklamverlag und stößt bisher auf positive Resonanz. Also scheinbar scheint es den Nutzern zu helfen. Wir haben bisher 4.000 Bewertungen gekriegt in den drei Monaten. Also es gibt scheinbar außer uns drei noch andere, denen das auch hilft, zu Romanen zu finden. Und das ist einfach der Unterschied. Also der erste Schritt, wie gesagt, ist der gleiche, auch der Recommender wie bei Amazon. Aber im zweiten setzen wir eben die Kriterien drauf. Und dann kriegt man eine Palette in Romanen, die genau dem entspricht, was man eigentlich sucht. Also im Grunde seid ihr so ein elektronischer Karteikasten. Quasi. Mhm. Ist das irgendwas, was mit log.os verbindbar wäre als Idee? Theoretisch natürlich ja. Also weil man muss dazu sagen, wir sind ja im Gegensatz zu den anderen Kollegen tatsächlich momentan erst noch in der Konzeptionsphase, also das Produkt ist noch nicht live. Aber der Grundgedanke ist schon der, dass man eine Basisplattform hat, die aber so offen gestaltet, dass andere Angebote dann andocken können. Also jetzt ein Beispiel, natürlich würden wir eine eigene E-Reading-App machen, alleine um den Kunden was anzubieten. Das schließt aber nicht aus, dass ein anderer Partner sich dann anschließt, der sagt so, wir haben aber eine eigene E-Reading-App oder eine eigene Plattform, wir finden den Rest, den ihr macht, aber cool, wir docken uns an das ganze Angebot an. Also das zum Thema... lässt sich das kombinieren? Also ich denke, gerade in der Kooperation liegt ja dann auch der Charme von Independent-Angeboten. Was ich allerdings glaube, und das wäre jetzt eine Frage, die mich noch interessieren würde bei euch, was mir oft an herkömmlichen Social-Reading-Angeboten oder Plattformen fehlt, jetzt mal von, doch auch bei Readmill fehlt es. Die Inhalte, für die ich mich eigentlich interessiere, die finde ich auf diesen Plattformen nicht. Also sprich, ich finde Inhalte über Inhalte, ich kann mich mit anderen Leuten über Inhalte austauschen, aber in dem Moment, wo ich eben auf was Spannendes stoße und sage, oh, das hört sich aber interessant an, das Buch würde ich jetzt gerne lesen, dann muss ich erst wieder zu einer anderen Plattform, die Inhalte zu erwerben. Wie löst ihr das? Habt ihr die Sachen auch da oder plant ihr da an der Ecke Kooperationen? Habt ihr die Sachen schon? Wir sind eine reine Dienstleistung, wir vertreiben selber keine Bücher, wir kooperieren mit Amazon und verlinken dann quasi, wenn man jetzt Bücher sucht, kriegt man eben die Palette an Büchern, die genau seinen Kriterien entsprechen, kann man eine Inhaltsangabe aufklicken, sich das durchlesen und wer es kaufen möchte, kann das aber nicht bei uns tun. Das ist eine reine Dienstleistung. Ja. Dann schauen wir zu, dass wir bald dann zu uns klingt. Ja. Alles klar. Ja, Harald, bei uns könnt ihr auch andocken, wenn ihr wollt. Genau. Kommen wir nach Hause. Also, ja, also das Thema Auffindbarkeit und zu sagen, wie suche ich eigentlich, was hinter eurer Idee ist. Ich glaube, das treibt uns alle um. Ne? Also das Thema, man kann nach Algorithmen versuchen zu sammeln. Und das Wichtige, was wir versuchen aufzubauen, ist natürlich eine Metadatenbank, in der man die Profile möglichst genau hinterlegen kann. Und dazu zählen natürlich gerade eben nicht die klassischen Metadaten, wie wir sie aus den Buchhandlungen kennen, also sprich Kategorien wie Urban Fiction und Suburban Fiction und so weiter, sondern es zählen Begriffe, wie man sie ja aus der Limbic Map kennt oder anderen, nämlich Regentag und Zärtlichkeit und andere Kombinationen. Und über solche Suchbegriffe, die einen bei der Literatur einen Zugang bieten zu Inhalten, die Emotionen quasi
nochmal wachrufen. Das ist ein Thema, das Amazon nicht kann. Zum einen. Also das ist das Interessante daran. Und das Zweite, was Amazon nicht kann, ist, man traut diesen Empfehlungen nicht. Ne? Es ist fürs Fulfillment eine hervorragende Plattform. Aber wir wissen aus Analysen, dass die meisten, die bei Amazon bestellen, schon vorher ihre Entscheidung getroffen haben. Das heißt, durch das, was sie im Freundeskreis wissen, was sie empfohlen bekommen haben über Facebook und andere Stellen. Und da sind die Schnittstellen zu solchen Plattformen gegeben. Ne? Also wir könnten zum Beispiel, um das anzuschließen, sagen, machen Channel bei uns auf für Empfehlungen zu bestimmten Themen, weil ihr diese Kompetenz habt, besonders gut in einem bestimmten Genre Empfehlungen aussprechen zu können. Und das ist quasi wie ein Blog, den man immer wiederholt und wo man immer wieder das einstellt. Wir haben das schöne Wort Metadaten gerade gehört. Einfach noch mal, was sind denn eigentlich Metadaten? Wer immer es will. Was sind denn Metadaten? Also ich bin nicht der Techniker im Team, der sitzt da. Aber was ich sagen kann an Metadaten, wir kategorisieren Bücher halt auf einer abstrakten Ebene, indem wir, wie gesagt, 55 Themen haben und 25 Eigenschaften. Das wären in unserem Sinne die Metadaten. Und jedes Buch wird bei uns bestimmt durch 4 Themen und 4 Eigenschaften. Und jeder beliebige Roman wird da quasi reingepresst. Dem werden 4 Themen und 4 Eigenschaften zugewiesen. Und das wären bei uns die Metadaten, die wir in einer großen Datenbank generieren. Aus nicht technischer Sicht. Ja, bei uns ist es zweierlei. Einerseits die Kategorien, die wir vorgeben und die Systematik. Und das andere ist dann aber das genaue Nachverfolgen, wo der Kunde sich wirklich hinbegibt. Und was dann wirklich gekauft wird und gemacht wird und wie die Kombinationen sind. Und das ist eigentlich der zweite wichtige Punkt in diesen Metadaten. Also, dass wir uns gar nicht anmaßen, wir wissen, was der Kunde will, sondern wir versuchen, einen Pfad reinzugeben, aber dann wird er uns überraschen. Er wird an Stellen auftauchen, wo wir es gar nicht erwartet haben. Und das aber mitzubekommen, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben jetzt. Ne? Also, man braucht eine klare Vorstellung von dem, wie wahrscheinlich der Kunde ist, mit welchen Keywords, wie man die Texte versehen hat, wie man auf der Seite auffindbar sein möchte, unter welchen Keywords, welche Schwerpunkte man wählt. Also die Fachverlage machen das ja schon seit x Jahren, weil sie klar ein Themengebiet haben, aber im Publikumsbereich ist das noch Neuland in vielem. Das ist also quasi die klassische Arbeit. Und die andere Arbeit ist dann zu sehen, dass man durch Kombination, und das sind eher Algorithmen, die dann herausfinden, wo Parallelen entstehen, und zwar durch Wanderungen. Und das, glaube ich, ist das zweite Wichtigste, um dann sammeln zu können, aggregieren zu können und es dann leichter zu ermöglichen, den Kunden auch anzusprechen. Denn das ist ja das wesentliche Thema, ne? Den Kunden direkt ansprechen zu können und nicht nur zu warten, dass halt die Palette bei Hugendubel sich verkauft. Also wir würden Metadaten so definieren, dass Metadaten im Grunde all die zusätzlichen Informationen rund um Bücher herum sind, die uns helfen, diesen speziellen Inhalt noch weiter zu klassifizieren oder zu filtern. Das kann ganz klassisch, also wenn man die Verlage fragt, was sind Metadaten, die schicken die meistens in der Onyx-Datei oder in der Excel-Tabelle. Das sind im Endeffekt erstmal die harten Daten, sowas wie ISBN, Preis, Autor und so weiter. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr Informationen über Bücher, die man bekommen kann. Das sind zum einen natürlich die Rezensionen, zum Beispiel durch die Kunden. Das ist, wenn man in Richtung Social Media geht, beziehungsweise diese ganzen Social Reading Applikationen, natürlich auch die Kommentare, die in dem Sinne jetzt keine Rezension über das gesamte Buch sind, sondern die sich auf einzelne Textstellen beziehen. Das sind entsprechende Tags, Schlagwörter, die Kunden oder auch Händler vergeben. Das sind aber genauso analysierte Daten, wo man Nutzerverhalten beobachtet. Also wie oft wird ein Artikel aufgerufen, bis hin zu Aktivitätsanzeigen. Wo passiert denn gerade was? Was sind denn die Inhalte, die gerade gelesen werden, wo auch tatsächlich eine Diskussion entsteht? Und ich glaube, und insofern, es war ganz interessant, jetzt gerade auch mal die Präsentation von Sascha Lobo zu sehen mit SoBooks, die dann einen ganz anderen und einen sehr, sehr vielversprechenden Ansatz fahren, nämlich zu gucken, wo passiert eigentlich Aktivität? Worüber sprechen andere Leute gerade? Was lesen meine Freunde? Und darüber einen wirklich persönlichen Zugang zu Kunden bzw. zu Inhalten zu bekommen, der eben weggeht von diesen Algorithmen oder Datensätzen, die einem Verlage liefern, sondern eher schauen, wie nutzen andere Kunden diese Bücher
Und was könnte insofern auch für mich selbst interessant sein? Also Metadaten oder Big Data, ja auch manchmal scheint ein Riesenthema in Verlagen zu sein. Ich glaube aber, dass das nur ein Teil des Problems ist, weswegen wir uns auch eher auf strategischer Ebene und unternehmerischer Ebene mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt haben. Gerade auch im Hinblick auf die aktuellen Themen Skandalisierung und auch die Datenkrake Amazon erscheint es mir wichtig, auch den Blick wieder auf das Produkt selber, auf die Zielgruppen, aber auch auf unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das, was uns am meisten hier verbindet, ist der Punkt, dass wir alle es gewagt haben, etwas zu unternehmen in einer Branche, die inzwischen langsam im Aufbruch begriffen ist, die verstanden hat, dass sie was tun muss, wo aber an vielen Stellen noch viel, viel, viel zu wenig getan wird. Und das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein, noch bevor es überhaupt um Metadaten, Tagging und kleinere Themen geht. Die Thematik, über die wir reden, ist, wie kommt das Neue in die, wie auch immer, geklammerte Welt. Die Projekte habt ihr ausgearbeitet, die Ideen sind da, die Umsetzung ist da, alle Meilensteine beim Projekt sind abgearbeitet. Jetzt ist das schöne Ding da. Wie kriegt ihr es denn dann zum Kunden? Hilft euch da wer? Macht ihr es selber? Wie viel kostet das? Harald, fängst du an? Es kostet viel, wir haben zum Glück Investoren. Die Umsetzung ist einerseits, was wir festgestellt haben, was ganz wichtig ist, also wir sind so eine Boygroup, so eine 50-plus Boygroup mit Leuten aus Technologieunternehmen, also E-Plus, Telekom, mit Leuten, die lange in Verlagen gearbeitet haben, wie ich und Ralf Möllers und eine Technologiefirma dahinter. Und das Entscheidende ist das Zusammenspiel, dass man solche Projekte nur stemmen kann, wenn man Erfahrung hat, wie man so ein Technologieprojekt umsetzt. Und das ist einerseits harte Arbeit, es ist Meilensteinpläne, es ist das, was wir alle kennen, Projektmanagement, was man in Verlagen in der Regel nicht so stark gelernt hat, außer in manchen Fachverlagen, weil ich muss es halt anders angehen, so etwas. Wichtig ist, glaube ich, dass man keine Angst haben muss vor den Meilensteinen. Also was bei Verlagen bemerke, ist, da ist diese digitale Welt und wie nähere ich mich der, und dass man dann, wie Beppo Straßenkehrer es so sagt, ich muss einfach Schritt für Schritt gehen und nicht Angst haben vor der großen Wand, die da steht. Eigentlich keine großen Geheimnisse, außer dass man von der Technologie über die Vermarktung und über die Produktkonzeption das immer zusammen denken muss und dann zusammenarbeiten. Da möchte ich, glaube ich, eingreifen, weil ich würde dir recht geben. Es geht um klassisches Projektmanagement, um klare Definition von Aufgaben, von Leistungsmerkmalen, von Zielen, sich auch realistische Ziele zu stecken und die nach und nach abzuarbeiten. Trial and Error gehört sicher auch dazu, zu diesem Thema. Das ist ganz wichtig, weil Digitalisierungsprozesse in der Medienbranche sind zu großen Teilen neue Prozesse für uns. Aber sie sind handhabbar. Wenn man klar weiß, wohin der Kurs geht, wenn man mit den Profis in dem Segment zusammenarbeitet und auch regelmäßige Feedbackschleifen einbaut. Wie kriegt man das Ganze dann an den Markt? Bei einer Smartphone-App relativ einfach. Es gibt zwei große Player mit zwei großen Stores, wo man solche Apps einreicht. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich ganz klassische PR, um das Produkt bekannt zu machen. Ich kann anknüpfen an die klassische PR. An dem Punkt sind wir gerade. Wir haben auch lang rumgebaut und Trial and Error haben wir auch lange durchgemacht und sind jetzt, wie gesagt, seit 3 Monaten online, probieren jetzt unsere Idee ein bisschen in der Lesewelt bekannter zu machen, für alle Lesenden in Deutschland, eine recht große Zielgruppe, und haben jetzt, wenn man so den Dreischritt aufmacht, aus Verlag, Zwischenhändler und Buchhändler dann am Ende, natürlich ein bisschen das Problem, dass die Buchhändler natürlich über das, was wir machen, nicht so begeistert sind, weil das früher immer das traditionelle Geschäft war. Man geht in eine Buchhandlung und fragt, haben Sie denn da? Ich würde gerne was lesen zu, ich weiß nicht, zu Armut vielleicht, oder ja, es passt vielleicht nicht, vielleicht so
so Alter und was Witziges. Und dann erzählt die Buchhändlerin was. Das digitalisieren wir natürlich mit einer großen Datenbank und einem Algorithmus, wo ein traditioneller Buchhändler natürlich nicht mithalten kann. Deswegen sind die ein bisschen außen vor, die freuen sich nicht so über uns. Wir knüpfen an die Verlage an, fragen, ob wir da Unterstützung finden und machen ja, im Marketing eigentlich das breite Spektrum, dass wir probieren, über Radiosender zu gehen oder auch Zeitungen oder auch viel, viel im Online-Bereich, dass man Online-Marketing macht. Weil halt unsere Zielgruppe so groß ist und ja, da sind wir jetzt gerade dabei und probieren das in den Markt zu bringen, aber ist doch schwerer als wir gedacht haben, auch wenn die Idee auf eine positive Resonanz stößt, aber zum Beispiel waren wir jetzt vorhin auch bei einem Verlag, die gemeint haben, ach, gute Idee, aber sie haben jetzt das Problem, dass die auch Buchhändler beliefern und wenn die jetzt beispielsweise auf Facebook-Seite oder auf ihre Webseite auf uns verweisen, schießen sie den natürlich ein bisschen den Buchhändlern ins Kreuz, natürlich auch verständlich, deswegen ist so ein Mittelweg, wo wir jetzt finden müssen. Ja, da sind wir gerade dabei, aber macht bisher noch Spaß und Nutzerzahlen steigen auch. Also ja, sind wir ganz zuversichtlich, aber es ist nicht so einfach, wie wir es uns gedacht haben, das Neue in die digitale Welt zu bringen. An dem Punkt ist eigentlich eine perfekte Steilvorlage, weil du meintest natürlich, dass die Buchhändler herzlich wenig begeistert davon sind. Und ich glaube, das Wesentliche, gerade wenn man einen Branchenhintergrund hat, ist, sich tatsächlich von den Erwartungen und den Meinungen der anderen in der Branche frei zu machen. Weil es gibt immer tausend Wenn und Abers und warum etwas nicht funktionieren kann oder warum wem was nicht gefällt. Der einzige Meilenstein, der am Ende zählt, ist, findet das Ganze den Kunden. Und das macht, glaube ich, unsere Branche noch viel zu wenig, wirklich konsequent vom Endkunden und vom Kundennutzen auszudenken. Das heißt, das Einzige, was am Ende zählt, ist, dass das Produkt, egal wie auch immer das gestaltet sein mag, tatsächlich einen glücklichen Abnehmer findet, der sagt so, hey, wow, genial, das ist genau das, wie ich es mir vorgestellt habe und das macht das, was ich haben will. Das ist das Entscheidende. Aber das erfordert teilweise eben auch Mut, Sachen einfach mal zu machen, auch wenn andere, alle anderen sagen, das kann nicht funktionieren. Und vor allem regelmäßig tatsächlich seine Kunden im Blick zu haben und sie frühzeitig mit in die Entwicklung einzubeziehen. Also indem man jetzt Sachen nicht, das ist so dieser ganze Lean-Startup-Gedanke. Also man hat eine Hypothese und sagt, okay, ich glaube, dieses Produkt wird funktionieren, weil. Und dann möglichst früh Feedback einzuholen und das zu testen an realen Kunden. Ist das was, worauf die Kunden tatsächlich anspringen, was sie nutzen? Oder was total überhaupt keine Resonanz erzeugt? Weil da kann man es nämlich auch gleich bleiben lassen und sich der nächsten Hypothese zuwenden und die dann testen. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Also A, von Befindlichkeiten der Branche freimachen und dann Sachen rechtzeitig testen und zwar am einzigen Meilenstein, der wirklich gilt, nämlich an einem realen Kunden. Ja, und das setzt voraus, dass man das immer wieder ändern muss. Also diese Bereitschaft, also ich weiß nicht, wie unser Produkt in einem halben Jahr aussieht und wie es in einem Jahr aussieht. Und diese Mischung zwischen Flexibilität einerseits und Starrköpfigkeit andererseits, dass man sagt, nee, ich glaube dran und das wird schon was. Das ist, glaube ich, so aus meiner Sicht so eine Eigenschaft, die wichtig ist. Ja, Starrköpfigkeit und Ehrgeiz braucht man, glaube ich. Uns ging auch viel schief und viele Bereiche, die man abarbeiten musste, vom Markenschutz bis zur Rechtsform, was immer auf dem Zettel als kleines Arbeitspaket aussieht und was sich dann doch ein großer Rattenschwanz dranhängt. Deswegen kann ich auch nur sagen, als Gründer, Erben braucht viel Biss und wenn man es ganz alleine machen würde, wüsste ich nicht, ob ich es geschafft hätte. Wenn man zu dritt ist und es abfängt und mal dann irgendwie abends was trinken kann und eine Pizza bestellen und drüber lachen kann, dann motiviert es auch mehr. Ja, aber Ehrgeiz und Biss und Starrköpfigkeit und ja, sich einfach mal durchsetzen, wobei es natürlich schon ein bisschen eingeschränkt ist dadurch, dass halt zum Beispiel der Buchmarkt so aufgebaut ist, wie er aufgebaut ist, zum Beispiel eben, dass es Buchhändler gibt, Verlage, an der Befindlichkeit können wir natürlich wenig machen, also unseren Buchhändler zu wenden oder bei Buchhändlern vorbeizuschauen, das nützt so und so nichts, die freuen sich nicht, aber es stimmt natürlich schon, einfach drauf los. Ich finde, wenn man eine gute Idee hat oder an die Idee glaubt, dann testen und wenn es dann erfolgreich ist oder es stößt auf Nutzen, dann einfach mit Vollgas weiter, das können wir drei so sagen. Und vor allem muss man sich natürlich auch klar machen, dass das Neue ein kontinuierlicher Prozess ist. Also gerade im digitalen Bereich, Produkte sind nie fertig. Also es ist wirklich wichtig, konsequent weiterzuarbeiten, zu verbessern, Sachen, die funktionieren, weiter auszubauen, Sachen, die nicht funktionieren, wegzulassen. Und es ist eben nie fertig und es gibt nicht den einen großen Wurf und das ist es dann, sondern es ist wirklich in erster Linie Disziplin, weitermachen.
Und das hat meines Erachtens wenig oder nur wenig mit Idealismus zu tun, wie der Untertitel dieser Diskussion nahelegt, sondern für mich ist es mehr eine Mischung aus Enthusiasmus für die Sache, aus Pragmatismus, Stichwort Meilensteine, klare Pläne, klare Vorstellung und ganz wichtig für mich auch Spieltrieb, wirklich die Bereitschaft, Dinge ausprobieren zu wollen, neue Wege zu gehen und ja auch bereit zu sein, Versuch und Irrtum hinzunehmen. Das finde ich zentral. Also Stichwörter wie Spieltrieb, niemals fertig, immer weiterarbeiten, gehen ja eigentlich komplett konträr gegen das, was unsere Branche an sich ausmacht. Ein Buch wird dann veröffentlicht, wenn es fertig ist. Der Schriftsteller ist fertig, der Verlag ist mit der Produktion fertig, der Buchhändler verkauft das fertige Projekt. Wir wissen, dass der Buchhandel extrem fremdelt mit allem, was digital ist. Ein Partner bei Flipinto ist Ralf Möllers. Ralf Möllers war einer von denen, die 94 damals mit Systema als Aussteller in der Halle 1 waren. Und Ralf Möllers ist ein weiser Mann, manchmal jedenfalls. Er bezeichnet unser einen nicht als Boygroup, sondern er hat den für uns den Begriff Silberrücken mittlerweile. Und er bei der Zukunftskonferenz des Börsenvereins von vor zwei Jahren gab es eine schöne Situation, als der Buchhändler René Kohl, der wirklich sehr, sehr innovativ ist, die Frage in die Runde warf an die dort präsenten Verleger: Wozu braucht ihr uns noch in Zukunft? Und Ralf antwortet dann: Wir brauchen euch gar nicht mehr, aber wir haben euch lieb. Und da ist ja die Frage, wir sind bei der Buchmesse, wir sind beim Börsenverein, wo Buchhändler und Verleger und Innovatoren, wie auch immer sie sich definieren, irgendwo zusammenkommen sollen. Wo findet sich denn da zum Beispiel eine Rolle für die traditionellen Spieler in der Branche wieder? Wie können die denn partizipieren an den Innovationen, wie ihr sie mit euren Produkten reinbringt? Michael, fängt an. Da sehe ich diverse Möglichkeiten. Als erstes, um nochmal auf das Beharrungsvermögen der Branche einzugehen, ich finde das eigentlich skandalös, denn Buchverlage wie Buchhändler sind eigentlich angetreten, um das Neue überhaupt in die Welt zu bringen, neue Themen, neue Autoren etc. und kommen dieser Aufgabe eigentlich heutzutage immer weniger nach. Was wir leisten können als Innovatoren ist, den Beweis zu erbringen, man kann doch was Neues bewegen, die Branche verändern und es funktioniert auch. Und wir können außerhalb der etablierten Strukturen Gedanken reinbringen, Ideen reinbringen und als Berater zur Verfügung stehen und kleine Modelle vielleicht in größere Modelle überführen. Das finde ich eine Kernleistung, die auch in etablierten Strukturen einfach schwierig umzusetzen ist. Große Häuser, ob jetzt Buchhandlung oder Verlage, müssen erstmal ihren ganz normalen Geschäftsalltag bewältigen und weiterführen und haben oft wenig Zeit, wenig Raum, wenig Manpower für Kreativprozesse. Und ich glaube, da könnten wir sehr viel Input leisten, wenn man uns hören mag. Ja, ich kann mich anschließen. Also wenn man wieder den Dreischritt nimmt aus Verlage, Zwischenhändler und Buchhändler, setze ich kurz meinen Buchhändler an, weil ich vorhin gemeint habe, ja, den tritt man natürlich auf den Schlips, das stimmt. Aber man kann es natürlich auch andersrum sehen. Man kann sagen, wir kommen aus Karlsruhe, man ist im Thalia, riesiges Sortiment und hat sein Smartphone dabei. Da gibt es unsere Internetseite auch. Kann man kurz schauen, was einen interessiert. Und Thalia hat das Buch mit Sicherheit auch da und kann dann kurz reinblättern. Also nicht so, dass man bei uns einfach bei Amazon bestellen muss, sondern man kann sich einfach die Liste anschauen, was man empfohlen kriegt zu seinen Kriterien und kann sich das dann beim Buchhändler vor Ort auch einfach anschauen und dann dort kaufen. Also insofern hat auch der Buchhändler, da könnt beispielsweise auch, die haben ja oft Rechner aufgestellt, können auch unsere Seite dort einfach aufrufen lassen. Man kann sich was empfehlen lassen und das dann mit dem Buchhändler kaufen. Also insofern sind wir auch da nicht so, dass wir dem das Wasser abgraben. Die Verlage haben insofern den Vorteil, dass wir natürlich, wenn es bei uns jemand gibt, der sagt, oh ja, haben wir eine gute Idee, möchten uns da was empfehlen lassen und kauft es dann tatsächlich bei Amazon, haben die Verlage ja auch was davon. Also verdient natürlich Amazon auch, aber die Bücher stammen natürlich von den Verlagen. Von daher weiß ich, wenn man Lesern hilft, lesenbegeisterten Menschen leichter zu Büchern zu kommen oder nach ihrem Geschmack, profitiert da letztlich der Verlag davon. Und wenn sie es nicht bei uns bestellen, sondern im Buchhandel, profitiert auch der Buchverlag davon. Insofern, ja, würde ich es, wenn man den Dreischritt betrachtet, aus jeder Sicht
nicht unbedingt sagen, dass es was Schlechtes wäre, wenn wir jetzt da sind und das Digitale insofern was auch was Neues und Sinnvolles für lesende Menschen bringt, zumal man ja sagen muss, Lesen oder Leseförderung, Lesebegeisterung zu wecken bei den Leuten, die eh schon gerne lesen. Wenn es da eine Idee gibt und Verlage fordern auch das Lesen oder möchten lesebegeisterte Menschen zu Büchern bringen und Buchhändler auch. Wenn da jetzt was Digitales dazukommt, was es flankiert, dann kann das ja auch was Schönes sein. Von daher wäre man froh, wenn da alle offen dafür wären und die Lesenden sowieso. Ja. Ich glaube, das Erste, damit es funktioniert, ist, dass so ein Klick ist bei denen in Verlagen oder in Buchhandlungen, dass sie ihre Wertschöpfung nochmal neu überdenken müssen. Also die Optimierung der bisherigen Prozesse führt ja nicht dazu, dass ich an dem neuen Teil habe, weil dann versuche ich nur noch besser gedruckte Bücher in meiner Buchhandlung präsent zu verkaufen. Dann versuche ich nur noch besser quasi meine Zeitschrift, mein Buch und so weiter zu optimieren. Und wenn ich mich aber nochmal rückbesinne, und das ist eigentlich das Wesentliche in der digitalen Welt, wo ich eigentlich wirklich stark bin und welche Wertschöpfung ich künftig leisten kann, dann finden sich auch ganz schnell die Anknüpfungspunkte. Also ihr habt sie genannt bei euch, bei uns ist natürlich auch. Als Buchhändler habe ich eine Ahnung davon, wer meine Kunden sein könnten und was ich ihnen empfehle. Also gruppiere ich drumherum das auch im Digitalen und biete einen Channel an, in dem ich als, was weiß ich, Buchhandlung Glatteis besonders gut über Krimis informiere oder, weil das kann ich. Da habe ich Know-how. Oder als Verlag zu sagen, ist mein Schwerpunkt in der Vermarktung oder liegt er in der Wertschöpfung von der Aufbereitung von Inhalten oder. Und je nach Schwerpunkt, den ich gewählt habe, kann ich dann auch natürlich im Digitalen partizipieren. Aber dieses erste Klick ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das kann man nur bestätigen, nämlich es ist die eigene Empfehlungskompetenz, zum Beispiel über den Channel, der es dann für den Buchhändler macht. Was man immer wieder vergisst, ist, dass ja der stationäre Buchhandel ein komplett anderer Markt ist als der Online-Versandhandel und nochmal ein ganz anderer Markt als der digital, also das Geschäft mit digitalen Inhalten. Die funktionieren alle komplett anders. Und logischerweise gibt es im stationären Bereich einen Bedarf an über 5000 Buchhändlern, weil das Prinzip der Nähe ist einfach ein lokales. Ich gehe zu dem Buchhändler, der am nächsten dran ist. Im Netz habe ich aber keinen Vorteil von 5000 Buchhändlern, sondern es verwirrt einfach nur. Und wir alle kennen unser Online-Verhalten. Man hat eine Lieblingssuchmaschine, man hat einen Lieblingsdienst für Musik, man hat einen Lieblingsdienst für Video und den Rest kann man sich schenken. Und insofern, es gibt im digitalen Bereich keinen Bedarf, sagen wir jetzt mal, für 5000 unterschiedliche Webshops. Aber es gibt einen Bedarf nach individueller Beratung. Und da ist das Problem, dass die Buchhändler heutzutage ihr Wissen nicht produktiv machen können, weil zum einen es eben ein zersplittertes Angebot ist mit 5000 einzelnen Stellen. Und zum anderen man sehr alte, meistens White-Label-Webshops von irgendwelchen Barsortimenten hat, die alles andere sind als kommunikativ. Also es ist ungefähr so, also ein Webshop von einem Barsortiment ist ungefähr so kommunikativ wie eine Geisel, die eine Rolle Isolierband um den Kopf gewickelt hat. Das funktioniert einfach nicht. Interessant wird es dann, wenn man über kooperative Plattformen, sei es jetzt über Flipinto, über Logos oder über andere, es schafft, diese Buchhändler auf einer Plattform zusammenzuführen, weil der Kunde hat dann nur eine Anlaufstelle. Der muss jetzt nicht sich entscheiden zwischen 5000 verschiedenen Buchläden, sondern hat eine Anlaufstelle und er sucht sich dann an dieser Anlaufstelle genau die Empfehlungen oder die Channels raus, die auf seine eigenen Interessenlagen passen. Eben er abonniert sich dann entsprechend den Channel einer Krimi-Buchhandlung, weil er sich für Krimi interessiert und die ganze Gartengestaltung oder Science-Fiction kann bleiben, wo sie ist. Dagegen jemand anders, der sagt so, hey, super, Science-Fiction finde ich gut, der macht dann eben kein Krimi. Science-Fiction finde ich gut. Wir reden bei euren Projekten ja von sehr, sehr pragmatischen Dingen, die heute da sind, die heute anfassbar sind, die auch tatsächlich die Imagination weder beim Anbieter noch beim Nutzer wirklich überfordern. Sondern ihr bietet ja Sachen an, die man jetzt anfassen kann, die man sofort versteht. Wir reden aber, wenn wir über die Innovation der Inhalte und der Inhaltedarbietung reden, in einem meinetwegen Zeitrahmen von 15, 20 Jahren,
reden wir ja darum, dass Visualisierungstechniken sich radikal verändern werden. Wir werden ganz andere Instrumente haben. Wir werden in 10, 15 Jahren wahrscheinlich zu Hause 3D-Fernseher stehen haben und die Bücher, die wir kaufen, ob elektronisch oder gedruckt, werden uns helfen, werden sich in irgendeiner Form mit dem 3D-Fernseher verbinden lassen und ich sitze mitten in der Sixtinischen Kapelle. So was Ähnliches. Google Glass, die Entwicklungen, die damit passieren. Das sind natürlich sicherlich auch von der Innovationstiefe her, die in dieser Technik drin steht, andere Dimensionen als das, was ihr macht. Aber wie weit ist denn das, was ihr jetzt vorhabt mit euren Projekten, inwieweit ist das denn tatsächlich zukunftsfähig? Inwieweit ist das, was ihr macht, nicht im Grunde eine Reaktion auf die Gegenwart, beziehungsweise die Gegenwart ist ja heute, ist ja in einer Minute schon Vergangenheit? Also im Grunde, was immer wichtig ist, ist zu verstehen, in welchem Geschäft man tätig ist und warum man etwas tut. Also ich glaube, pure Nachahmung bringt überhaupt nichts und das ist ein großes Problem, dass man teilweise mit in der Branche beobachtet, man orientiert sich an dem, der gerade vorne ist, zum Beispiel Amazon, und baut dann etwas nach. Mit dem Effekt, dass wenn man das Ganze dann launcht, Amazon oder der ganze Markt wieder schon ein Stück weiter ist. Oder man fragt seine Kunden und bekommt natürlich auch da wiederum ein Bild, das in die Vergangenheit zielt. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, sich bewusst zu machen, was sind denn eigentlich die grundlegenden Prinzipien hinter dem, was man tut. Und wie kann man zum Beispiel seine Daten so strukturieren und so halten, dass man damit zum einen die Technologien bedienen kann, die es heute gibt, sich aber gleichzeitig so flexibel aufstellt, dass man sich auch an das anpassen kann, was morgen kommt. Also ein Beispiel ist heute, als wir vorhin über Metadaten gesprochen haben. Natürlich kann ich mir heute anzeigen lassen, Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch dieses Buch gekauft. Oder ich kann nach Themen filtern oder ich kann mir Bücher aus dem gleichen Jahrgang anzeigen lassen. Es ist aber genauso vorstellbar, weil die Daten habe ich ja, die habe ich heute und die habe ich in 10 Jahren. Und aber vielleicht ist es in 10 Jahren tatsächlich über 3D-Technologie möglich, über meine Datenbrille, dass ich dann eben nicht mehr klassisch über eine Listenansicht gehe oder auf eine Tech-Cloud klicke, sondern dass ich mich tatsächlich durch eine 3D-Datenvisualisierung bewege und in dem Sinne 3D-Browse entlang eines Zeitstrahls durch die Literaturgeschichte oder einfach gucke thematisch. Bücher sind ja hochreferenziell. Kein Buch steht ja für sich. Jedes Buch steht in einer gewissen geistigen Tradition, bezieht sich auf andere Inhalte. Und all diese Referenzen, die ja da sind, die können wir dann tatsächlich in Zukunft über die Technologie nachvollziehbar und sichtbar machen. Und dann sieht man zum Beispiel, das ist ein interessanter, relevanter Inhalt, weil der bildet ein Themencluster und kann darüber gucken, in welcher Art von Beziehung steht dieser Inhalt zu anderen Inhalten und hat darüber nochmal einen ganz anderen, neuen Zugang zu diesen Inhalten. Der Punkt ist aber, daran ändert sich jetzt an dem Datenmaterial nichts. Das ist das Gleiche wie heute. Die Art und Weise, wie ich das visualisiere, wie ich es zugänglich mache, wie ich damit spiele, ist aber eine andere. Schwer für dich, ne? Wir streiten gar nicht richtig und fürs Publikum so langweilig dann. Ne? Ich versuche, also zwei Sachen. Das eine ist, glaube ich, sind wir noch in 5 Jahren da? Ne? Und ich glaube, das eine ist so, welche Annahmen treffen wir über den Markt und treffen die zu? Also bei uns ist es so, dass wir sagen, die Annahmen, die wir treffen, sind Metadaten, sprich ich werde versuchen, immer mehr Daten zu sammeln und die so fein ziseliert wie möglich. Das zweite ist, der Kunde bewegt sich und ich muss versuchen, dem zu folgen, wo er sich gerade hinbewegt und egal, was er aufnimmt, dem dann dort sein zu können. Sprich, auch die Produktformen werden sich vermischen, es wird alles nebeneinander geben. Also bin ich offen, was die Produktform betrifft. Und das dritte ist, dass der Austausch untereinander noch zunehmen wird. Das sind so Annahmen zum Markt. Und ob wir noch in 5 Jahren da sein oder das andere ist, kriegen wir es hin, die Sachen halt umzusetzen. Ne? Also so, wie wir es uns vorstellen. Also das ist ja immer das Schwierigste. Ne? Meine Ideen sind wunderschön, also würden Sie in meinen Kopf schauen, ganz toll. Ne? Aber so, wie es dann wirklich aussieht, was wir hingekriegt haben, das ist dann halt diese klassische 98% Schweiß. Ne? Sind nicht so schön anzuschauen, aber die entscheiden darüber, ob wir da sind. Ne? Ja, ich kann ganz kurz antworten und
gibt auch keinen Grund, dass ich einen Streit anfange. Kann beides aufnehmen. Zum einen, bei uns gilt genau das Gleiche. Wir sammeln die Daten an und wie die dann visualisiert werden in 15 Jahren, spielt für unsere Daten eigentlich auch keine Rolle, weil die Kategorisierung von Büchern, wie wir sie aktuell betreiben, natürlich auch dann eben vollzogen werden könnte, aber vielleicht anders dargestellt, zum Beispiel 3D oder ähnliches. Und das Zweite, auch hier, die Frage ist, ob es uns dann überhaupt noch gibt. Und da muss man einfach schauen und ja, Schweiß reinstecken. Deswegen kann ich beides nur unterstützen und brauche auch gar nicht mehr dazu sagen. Ja, Innovation hört sich immer nach Kristallkugel an und wenig handhabbar, aber es ist ja tatsächlich Fakt, dass es die meisten der Innovationen ja heute schon gibt. Was Apple umtreibt, was Google umtreibt, was Microsoft umtreibt, das kann man heute schon wissen. Für uns ist doch die Frage, welche von diesen neuen technischen Entwicklungen können wir nicht für uns nutzbar machen, sondern für unsere Kunden. Was hilft unseren Kunden, ihr Leben leichter, besser, interessanter zu gestalten? Und wir haben mit dem Pocket Editor eben festgestellt, dass Lektoren mobiler unterwegs sind, dass Heimarbeit und Arbeit im Office sich vermischen, sodass wir eine mobile Lösung finden mussten. Ob wir in 5 Jahren noch da sind, ich glaube natürlich ja, ganz klar. Aber es wird der Markt zeigen und ich glaube, das Wichtige ist, am Ball zu bleiben und dem Spieltrieb weiter zu folgen. So, es kommt dem Moderator zu, am Ende einer Veranstaltung so eine Art Schlusswort zu sprechen. Das ist nicht ganz einfach. Wir haben viele Dinge gelernt. Wir haben 4 sehr interessante Leute mit sehr interessanten Projekten kennengelernt. Ich denke mal, was wir festhalten ist, jegliches Projekt will geplant sein, will finanziert sein. Man braucht, wie bei allem, vom Gedicht bis zur Erfindung von Google, neben den 2% Inspiration 98% Transpiration, damit es was wirkt. Wir haben gelernt, dass unsere Branche, die sehr, sehr beharrend sich gibt, da und dort doch viele Türchen öffnet für Neues und dass es möglich ist, tatsächlich auch, wenn man als Branchenteilnehmer meint, dieser ganze Elektroquark sei ja eigentlich nichts für einen, dass es dann doch eventuell ein Eckchen gibt, an dem man mitspielen kann. Wir haben interessante Dinge über die Qualität der Webshops von Barsortimenten gehört und wir haben gelernt, dass manche Projekte, die neu auf die Welt kommen, tatsächlich genau wissen, wo sie richtig investieren. Ich sage nur Flipinto. Ich wünsche Ihnen auf der Buchmesse und uns, die wir hier vorne gesehen, zu sehen waren und miteinander geredet haben, weiterhin schöne, gute, erfolgreiche Tage und Gespräche. Ich wünsche Ihnen und uns bequeme Schuhe und keine Blasen an den Fersen und ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend und ich verpflichte Sie, noch ein Wort von Doro Werner anzuhören. Ja, vielen Dank. Ich wollte eigentlich 2 Fragen stellen, die mir. Die eine ist, wenn ich. Was? Da vorne so. Okay, ich soll mich hier hinsetzen. Ist jetzt blöd, weil dann gucke ich die ja nicht an. Nee, das finde ich blöd. Also, die eine ist, wenn ich so zuhöre, dann ist es. Gestern gab es eine Konferenz hier von der Buchmesse, die hieß ConTech. Und man kann sich denken, das bedeutet Content und Technology. Und wenn ich so zuhöre, hat eigentlich das, was ich sage jetzt mal ihr, das darf man in Hessen machen, auch wenn man sich sieht, dann hat das doch eigentlich gar nichts mehr mit, dann ist es doch eigentlich nur noch Technology, oder? Und kann es sein, dass wir uns bald nur noch auf der Cebit und sonstigen sehen? Das ist eine Frage. Also haben diese Branchen überhaupt was miteinander zu tun? Und das andere, eine ganz, ganz andere Frage, was ist das, was Startups nicht alleine können? Also ich meine nicht nur, was sie nur mit dem Kunden können oder mit Vertriebspartnern, sondern gibt es Dinge, die man übergreifend gemeinsam lösen müsste? Zum Beispiel könnte man sich in einem Startup-Thinktank zusammentun oder Ähnliches. Gibt es Dinge, die man nicht stemmen kann oder Technologie sharen, wenn wir schon mal dabei sind? Das sind meine 2 Fragen. Also ich fange jetzt einfach mal an. Also ich glaube nicht, dass wir uns nur noch auf der Cebit treffen. Der Punkt ist, wir befinden uns als Branche einfach gerade an einem Punkt, wo wir merken, wir müssen uns mit dieser neuen Technologie auseinandersetzen. Also genauso wie damals, als Gutenberg kam, dann musste man sich auch eine neue Technologie aneignen. So, man hat jetzt halt entsprechend Bücher nicht mehr von Hand abgeschrieben, sondern man musste irgendwie bewegliche Lettern setzen und man musste so eine Maschine bedienen können. Und genauso
lernt die Buchindustrie heute jetzt nicht mehr nur physische Maschinen zu bedienen, sondern IT-Maschinen. Und insofern ist es wahrscheinlich auch ein etwas verzerrtes Bild, weil natürlich unser Bewusstsein gerade um dieses Aneignen der Technologie also sehr darauf fixiert ist. Und wir sprechen insofern sehr viel über Technologie, aber die Technologie ist immer nur ein Mittel zum Zweck. Es geht um die Inhalte und wir müssen jetzt einfach gucken, wie können wir diese neue Technologie nutzen, so damit wir das, worin wir eigentlich gut sind, nämlich in Inhalten, tatsächlich auch in die Zukunft transportiert kriegen und so, dass wir weiterhin uns um die Inhalte kümmern und das dann nicht andere für uns machen. Ohne Content, ich glaube, das ist klar geworden, ist alles nichts. Ich glaube, wir reden alle so wenig über Content, weil es für uns selbstverständlich ist und die Grundlage unseres Tuns. Das ist nicht das Problem. Gute Inhalte machen viele. Unser Problem, unser Thema, unsere Lösungsversuche gehen eben dahin, den Content, den Inhalt auf anderen Wegen besser zu verbreiten. Und der zweite Teil der Frage, Think Tank für die Branche, ich würde sofort sagen, ja, unbedingt. Denn es geht nicht darum, dass jeder im stillen Kämmerlein sitzt und frickelt, sondern die besten Lösungen entstehen dann vielleicht doch im offenen Raum, in dem gute Ideen sich gegen andere durchsetzen müssen, mit anderen sich austauschen müssen und beweisen müssen. Darin würde ich Chancen sehen, auch die Rolle eines Verbandes im Übrigen. Ja, kann ich mich nur anschließen. Zum ersten Teil, klar, der Inhalt bei uns im Fall jetzt sind es Romane, die müssen auch nach wie vor geschrieben werden von Schriftstellern und müssen auch in 5 Jahren noch geschrieben werden. Lediglich die Verkleidung wird eine andere, durch E-Books zum Beispiel. Und wir verhelfen halt einfach durch kriterienorientierte Suche leichter zu den Inhalten zu kommen, zu den Inhalten. Also von daher, wie du gesagt hast, Inhalte spielen natürlich die zentrale Rolle, nur die Verkleidung wird eine andere. Und zum zweiten Punkt, wir haben auch unheimlich viel gelernt, indem man sich mit anderen unterhält, nicht nur mit Startups, aber auch mit Startups, indem man sich einfach Input holt, andere Erfahrungen, da kommt man auf ganz neue Ideen. Deswegen kann ich auch da nur sagen, ja, lohnt sich definitiv, wenn man Menschen zusammenbringt. Ja. Jetzt noch was Kontroverses. Nein, ich will keinen Austausch. Ich habe die Firma hier, Punkt. Wir wollen in 5 Jahren dort sein und ich schaue jetzt nicht nach links und rechts, sondern ich will meins durchziehen. Punkt. Da will ich mich jetzt nicht mit anderen dauernd austauschen, sondern der einzige Austausch ist, was vorhin war, mit dem Kunden. Da kann man natürlich sagen, wo kann man sich quasi Kundenanalysen teilen, ja, weil wir erreichen auch nur begrenzt was, aber gewisse Scheuklappen gehören dazu, ne? Das ist so, wie man auf dem Pausenhof, ja, kriegt man Schläge, ne? Gerade als kleingewachsener Mensch, dann immer wieder und dann muss man immer wieder aufstehen. Und so ist ja beim Startup auch, ne? Also holst dir erstmal 5 Ohrfeigen ab die ganze Zeit, aber hältst trotzdem durch und da will ich nicht dauernd mich noch mit anderen abstimmen müssen. Endlich ein Streit. Damit hätten wir zum Ende auch noch eine kleine Kontroverse gehabt und ich entlasse Sie damit in die Nacht. Tschüss.